Hallo, wir sind zurück. Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf dem Berlin Babel YouTube-Kanal. Und nachdem wir uns jetzt ein paar Tage nicht gemeldet haben, geht's jetzt weiter mit dem nächsten Umbau hier im Gym. Doch nicht so. Oh. POV. Wieder zurück mit unseren YouTube-Videos, denn wir haben uns eine Weile freigenommen, nachdem wir 31 Tage lang versucht haben, ein Video hochzuladen und in den letzten 3 Tagen gemerkt haben, das ist nicht so richtig aufgegangen. Und weil wir natürlich davon ausgehen können, dass wir noch eine ganze Weile unser Gym nur für YouTube-Videos nutzen dürfen und dafür es zu verschönern, werden wir es in dieser Woche jetzt weiter verschönern. Schön machen. So sieht's aus, ja. Ersten Sachen sind heute geplant, dann über die Woche weitere Sachen und dann Samstag kommt alles zusammen. So viel vorweg. Ja! Was ich jetzt dafür geben würde, dir einen Gehfehler zu geben. Wenn ich du wäre, würde ich einfach mal absolut nackig, das kann mir auch nachher machen, einfach mal nackig eine Vorwärtsrolle im Schnee machen. Aber hier sind Kopfsteinpflaster. Das würde mich ein bisschen abhalten. Ja, wir haben ja vor unserer Nase noch einen kleinen Park, wo man so ein bisschen erdig und Rasen unterm Rücken hat. Schön. Ne, wir merken uns das mal für nachher. Ja. So, liebe Freunde, herzlich willkommen aus diesem wunderbaren Berliner Schneechaos. Wir sind auf dem Weg zu einem eBay Kleinanzeigen-Anbieter, der uns einen Kallax verkauft für das wunderbare Gym. Da macht sehr, sehr viel Spaß heute durch die ganze Schneelandschaft hier in Berlin zu fahren. Wir müssen kurz natürlich noch tanken, weil das Fahrzeug von Fritz fast kein Benzin mehr hat. Fast kein Diesel mehr hat und nur noch 20 Restkilometer hatte. Wir wollen ja hier bei diesen arktischen Bedingungen nicht irgendwo liegen bleiben. Jetzt holen wir Kallax ab, muss natürlich noch selbst auseinandergebaut werden. Dann gibt es wieder ein bisschen Content aus dem Gym. Sitzheizung! Heizung! Minus 8 Grad und wir gehen ein scheiß Regal abholen. Wer bitte kam auf diese Idee? Hau mal gegen! Ist noch offen! Ich komm helfen! Ich hab dir eine Decke geholt! Für die Hände! Ich hab dir eine Decke, für die Hände geholt! Ich hab, Sitzheizung läuft schon! Kalt. Ganz, ganz kalte Angelegenheit. Frostig, würde ich sagen. Antarktisch. So, liebe Freunde, wir haben jetzt das Kallax abgeholt. Sind im Schneckentempo jetzt auf dem Weg zurück ins Gym. Wir wollten jetzt einfach mal die Zeit nutzen, um ganz kurz mal in einer Minute die 31-Tage-Challenge Revue passieren zu lassen. Erstmal ja, wir haben es verkackt. Wir haben es verkackt. Wir hatten, wenn ich mich recht entsinne, am zweiten Tag schon kein Video hochgeladen. Und dann entsprechend auch an den letzten beiden Tagen nicht mehr. Und wieso, weshalb, warum, was waren unsere Learnings? Also erstmal grundsätzlich am Anfang, wie ist die ganze Sache entstanden? Super naiv am ersten Tag. Dachten so, komm, wir machen einfach 31 Tage in Folge die Videos und natürlich auch nicht mit den ausgearbeiteten Themen und so weiter, sondern immer so ad hoc von wegen, ey, das wäre cool und ey, das könnten wir machen und wie wäre es mit dem? Und ja, so war es natürlich dann hinten raus. Nach 15 Tagen oder so schon ein bisschen zäh, sich irgendwie Themen auszudenken und dann was rauszuschießen. Ne? Also unterm Strich auf jeden Fall hat die Quantität die Qualität so ein bisschen gekillt und auch so ein bisschen den kreativen Output. Habe ich auch selbst beim Schneiden gemerkt und wir beide halt dann bei Themenfindung und Umsetzung. Aber positiver Aspekt der ganzen Sache, wir sind auf jeden Fall, wenn wir vorher bei Chemie 40 waren, sind wir jetzt so zusammenarbeitsmäßig schon bei einer Chemie 80, 90 so. Ne? Das war auf jeden Fall ein Takeaway.
Der andere, man ist auf jeden Fall, und man kennt es ja, wenn man halt Sachen zu sehr planen will, overengineert, man ist so in der Paralyse, weil man irgendwie denkt, man könnte das noch machen oder wie wäre es damit und bla bla bla. Also während der ganzen Challenge hat man auf jeden Fall gemerkt, ey, einfach rausknallen. Also es hatte was Schlechtes, wie gesagt, mit dieser fehlenden Qualität, aber auch was super Positives, dass man einfach Sachen rausgehauen hat. Ja, und das war eigentlich ganz nice, ne? Einfach mal eine Idee zu haben, zu sagen, okay, go for it, wir machen das jetzt eine Stunde Dreh, zwei Stunden Schnitt. Also im Best Case, meistens waren es noch drei oder vier mit Upload und so weiter. So war das mehr oder weniger. Wir haben auf jeden Fall einiges mitgenommen. Man kann vielleicht noch ein ausführlicheres Video drüber machen. Jetzt auf jeden Fall sei gesagt, die Videos, die jetzt kommen werden, die werden auf jeden Fall so ein bisschen aufwendiger gemacht. Und ein bisschen meinen wir, die werden halt qualitativ jetzt ein ganz anderes Level erreichen. Wir werden uns da viel mehr Mühe geben. Es wird keine Tonaussetzer oder irgendwelche Fehler bei der Regulierung des Tons irgendwie geben. Und grundsätzlich. Du, zu laute Musik es in drei Videos? Wird's, ich habe meine 100 Burpees gemacht. Ich habe meine, ne? Alles, was halt ein Video geil macht, werden wir machen. Und seid auf jeden Fall gespannt. So viel der kleine Abriss zu unserer 31-Tage-Challenge. Wir werden es auf jeden Fall nicht normal machen. Weil ich würde auch sagen, so, also die Beschreibung von dieser ganzen Aktion wäre so, das ist der weirdeste Flex, den man machen kann. So. Also es ist irgendwie von wegen, ey, wir können 31 Tage hintereinander Video posten, so ein kleiner Flex so, aber er ist super weird, weil er einfach nur nervig ist. Und ja, wir wollen eine Qualität jetzt liefern und keine Quantität mehr. Deswegen kommt jetzt zweimal in der Woche ein Video. Mit mucho bueno qualiteto und ja, keine Night Sessions mehr, keine, also doch wahrscheinlich schon, aber nicht mehr hier so ad hoc wegen dem Video und auch kein Schnippel mehr in der U-Bahn, was ich dreimal gemacht habe, glaube ich. Ja, so viel dazu. Wenn ihr Fragen dazu habt, könnt ihr gerne natürlich irgendwie noch Fragen stellen. Wir können auch gerne mal noch ein ausführlicheres Video, wie gesagt, machen. Und ansonsten geht es jetzt zurück ins Gym, Kallax aufbauen, dann haben wir noch ein Meeting, dann habe ich noch ein kleines Projekt zu schneiden und dann ist der Tag auch schon Geschichte, in der Hoffnung, dass uns hier das Schneetreiben das Leben nicht noch schwerer macht, als es ohnehin schon ist. Noch was zu ergänzen, Herr Augustin? Aber ich fand es eigentlich ganz geil mit den 30 Tage, 31 Tage YouTube, weil es, glaube ich, dafür gesorgt hat, dass wir in der Kommunikation besser wurden. Wenn es darum geht, wie machen wir die Videos, wie quatsch ich, wie quatsch du, was wollen wir machen. Und im Endeffekt ist ja ganz viel passiert den ganzen Monat. Ne? Wir sind jetzt wieder an dem Punkt, davon geht es ja auch in diesem Video, dass wir wieder umbauen im Gym. Wir haben ja nichts anderes zu tun, als die ganze Zeit Lockdown. Also bauen wir die ganze Zeit um und es hat uns schon darauf vorbereitet, dass wir jetzt viel besser in den Videos auch funktionieren zusammen, wenn es darum geht, hey, wie machen wir das Video? Es ist jetzt viel, viel, viel einfacher geworden für uns zu sagen, hey, wir machen das Video und es ist fast klar, okay, wir machen das, 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 das. So, das war doch eigentlich der beste Effekt davon, so für die nächsten Videos. Wollen wir an der Polizei vorbei driften, Alter? Mach mal jetzt einen Drohne vor der Polizei.